Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werde ich dir mal zeigen, wie wir uns hier dieses schöne Blumenbeet, Hochbeet oder wie man es auch nennen möchte, bauen kann. Das sind alles Massivholzverbindungen. Ich werde dir zeigen, wie man mit der Oberfräse, das ist auch heute ein Spezial, weil ich mir mal eine neue Oberfräse zugelegt habe. Ich werde dir zeigen, wie du dir mit der Oberfräse eine richtig stabile Holzverbindung herstellen kannst. Also das ist schon auf jeden Fall lohnenswert. Dann werde ich dir zeigen, wie wir das ganze Teil zusammenbauen. Ich werde wieder mein cooles Finish benutzen, das seht ihr dann aber am Schluss vom Video. Und wie man das Ganze zusammenbaut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und sage jetzt mal viel Spaß. Wir werden jetzt mit dem neuen Projekt anfangen und ich hole erstmal Holz. Wir werden für dieses Projekt hier Esche benutzen, weil ich einfach hier oben noch eine Bohle habe. Und mir haben ein paar Leute geschrieben, dass das Holz sich nicht eignet für draußen. Weil ich habe erst vor kurzem ein Vertikalbeet gebaut und ich würde vorschlagen, ich zeige euch erstmal, wie es aussieht und wie es so dem Wasser getrotzt hat. Das ist das gute Stück. Wer es noch nicht gesehen hat, das ist ein eigenes Projekt auf meinem Kanal. Und das hier habe ich aus Esche gebaut und Buchenholzdübel benutzt. Ich weiß es nicht, wie es in 2 Jahren aussieht, aber derzeit sieht es auch sehr gut aus. Die ganzen Leimfugen sind tippitoppi und es hat auch schon echt stark geregnet. Und mein Finish habe ich ja hier auch benutzt und was soll ich sagen, es funktioniert ganz gut. Ich werde es mal noch bei den nächsten Projekten auch ausprobieren. Aber jetzt geht es weiter mit dem Projekt. Emma, wie geht es dir? Für dieses Projekt braucht ihr aber auch noch KG-Rohre oder halt HT-Rohre, das spielt eigentlich keine Rolle. Die habe ich hier noch so ein bisschen rumfliegen. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Diese Rohre hier sind noch von meiner Absauganlage übrig, von meinem ersten Ausbau von der Absauganlage. Da werde ich einmal das Frontstück und das Rückstück abschneiden, damit wir einfach ein gerades Rohr haben, das sieht ein gutes Stück besser aus. Oh, leck. Ich jage hier durch meinen Spänenabschalter die letzte Zeit echt so viel Massivholz durch, dass ich den circa einmal die Woche leeren muss. Darüber gibt es auch ein eigenes Bauvideo und, das verlinke ich euch mal unten. Das ist einfach genial, das Teil. Aber ich habe mich dazu dann entschieden, eine Version 2.0 zu bauen, wo man dann auch eine Tüte reinmachen kann. Wenn ihr extrem viele Mengen habt, dann ist das hier nicht so cool, wenn ihr nicht so viel hobelt. Das Ding hier ist ja normal, also es waren jetzt schon ein paar Projekte, dann ist das Teil hier echt cool. Aber wenn ihr so wie ich richtig viel Massivholz durch die Hobelmaschine schmeißt, dann ist der irgendwann nicht mehr so ideal. Ich habe mir jetzt doch noch gerade am PC eine kleine Skizze erstellt und werde mir jetzt hier grob mal markieren, welche Teile für was sind. Ich werde dann diesmal jetzt auch einen Längsstrich machen und nutze aber dafür eine Schlagschnur, denn das geht viel einfacher und schneller. Und so könnt ihr eure Bohle auch schön längs markieren. Jetzt kann ich mich ohne Wasserwaage oder was ähnliches hier meine Schlagschnur hier vorne einhängen. Bei 9,5 cm. Kann hier lang. Dann halte ich sie einfach auf die Bohle, ziehe die Schnur kurz hoch. Und tada, da habe ich dann meinen blauen Strich. Ich habe ein großes, grobes Kreissägeblatt aufgespannt. Jetzt muss ich die Säge noch ein bisschen einstellen und dann können wir schneiden. Ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt muss ich als erstes Holz abrichten, damit ich später auf die finale Dicke hobeln kann. Ihr seht ja immer einen kurzen Ausschnitt von diesen ganzen Hobelaktionen. Aber in Wahrheit sind das dann schon 4, 5 Gänge in den meisten Fällen, weil eine Bohle und ein Brett ist eh immer ein bisschen schmäler. Und deswegen ist mein Spänenabschalter auch so voll. Ich denke, so kann man es sagen. Das ging jetzt alles ratzfatz. Wir haben jetzt so die Kantenmaße, die wir auch später brauchen, um die Zapfen oder die Zapfenlöcher herzustellen, haben wir jetzt fertig und jetzt können wir die ganzen Teile auf Länge schneiden und dann müssen wir halt nur noch die Zapfenlöcher herstellen. Also nur noch ein bisschen mehr wissen wir noch.
Gefühl, 3 Wochen sind vergangen. Endlich geht's wieder weiter an dem Projekt. Ich habe massiv Zeuschnupfen mittlerweile, deswegen entschuldigt meine roten Augen und meine verstopfte Nase. Aber ich habe noch was Neues, was besser als Heuschnupfen ist. Eine neue Maschine. Das sieht man in meiner Werkstatt nicht oft. Also was Neues, was wirklich komplett neu ist. Ich werde euch das vielleicht kurz erklären, warum ich jetzt eine neue Maschine habe. Und vor allem werde ich euch gleich erklären, was das für eine Maschine ist. Ich habe es natürlich auch schon ausprobiert. Und zwar habe ich mir beim letzten Mal überlegt, ich hole mir eine Oberfräse mit einem Fräser drin und fräse dann diese Zapfenlöcher aus. Nun ist das so, ich habe hier diese alte Oberfräse, manche von euch kennen die bestimmt, aber ich habe partout den Anschlag nicht gefunden. Zu der Zeit, also vor ein paar Wochen, als das passiert ist, bin ich beinahe komplett ausgeflippt, weil ich so kurz vor der Vollendung von dem Projekt gestanden habe, aber nicht den Anschlag gefunden habe, um die Fräse zu benutzen. Und weil die Fräse ja eh nicht so stark ist, die Höhenverstellung nicht die geilste ist und der Griff auch schon ein bisschen kaputt ist, habe ich mir wirklich überlegt, komm Philipp, ich hole mir jetzt mal was Neues. Ja, tatsächlich. Der eine wird jetzt sagen, hey Philipp, was Neues, du hast so viele Maschinen, die hast du überall mal geholt. Aber wenn man sich die genau anschaut, das ist alles altes Zeug. Die ist 60 Jahre alt. Okay, klar. Der eine wird jetzt sagen, Bandsäge, Drechselbank, die ist neu. Ja, die großen Maschinen, darunter sind 1, 2, 3, 4, die sind neu. Die sind wirklich neu. Aber das, was ich schon wirklich so die ganze Zeit benutze, wie hier die Tischkreissäge, ist auch alt. Und darunter zählt vor allen Dingen die Kategorie in meiner Werkstatt Handwerkzeuge. An Handwerkzeugen ist wirklich mein Exzenterschleifer, die neueste Maschine hier drin. Ich zeig dir mal noch mehr altes Zeug, weil ich das sonst immer gerne sehen würde und ich gehe einfach mal davon aus, du auch. Schepach HA 3200. 20 Jahre alt, keine Ahnung. Bandsägeblatt-Schärfmaschine, ich glaube mittlerweile 115 Jahre alt. Das wäre, glaube ich, mal ein eigenes Video wert. Und aus dem Grund habe ich mir einfach selber mal gesagt, hey, komm, du willst ja auch irgendwann mal so ein bisschen wachsen. Aus dem Grund hole ich mir jetzt mal was Neues. Und zwar ist es eine neue Oberfräse geworden. Ich werde die Maschine gleich benutzen und euch auch sagen, ob sie cool ist oder nicht. Aber genauere Infos werde ich euch nicht geben, weil ich finde, das hier ist nicht der passende Kanal dafür. Ich möchte euch hier nicht mit dem Thema langweilen. Es ist ein interessantes Thema, aber passt nicht hier auf den Kanal. Das hier ist übrigens die gute Fräse. Ich habe mir einfach mal überlegt, der Kanal hier, was mache ich hier? Ich baue Zeug. Und dabei soll es auch bleiben. Ich möchte coole Projekte bauen und will mich nicht so sehr auf die Dinge konzentrieren, die ich benutze, um die Projekte zu bauen. Dafür gibt es viel bessere Kanäle. Und da wollte ich mich auch auf diese Fräse hier zu sprechen kommen. Und als ich vor der Wahl stand, welche Fräse ich mir jetzt hole. Da habe ich mir einfach ein paar Videos angeschaut und da ist mir die hier auch so ein bisschen im Mittelpunkt gefallen. Und da gibt es ein paar richtig, richtig gute Videos, wo ihr euch das anschauen könnt, was die Maschine ausmacht. Und da habe ich bei GoTools TV ein richtig praktisches Video gefunden, wo einfach alle Infos hier dabei gestanden haben. Und aus dem Grund werde ich euch mal dieses Video unten drunter verlinken, falls ihr euch überlegt, euch auch so eine Maschine zu holen. Natürlich ist so eine Maschine nicht günstig. Und deswegen habe ich euch unten mal 2 Teile verlinkt. Und zwar findet ihr auf GoTools einmal die Fräse hier viel, viel günstiger als auf Amazon. Ich habe euch den Amazon unten drunter gepackt. Dort findet ihr den Vergleichslink. Und da seht ihr einfach mal, was ihr an Kohle sparen könnt. Das sind, glaube ich, bei der Variante ohne LCD-Display ca. 30 Euro. Ich habe aber noch ein kleines Goodie für euch. Wenn ihr dort was holt, wenn ihr euch was kauft für über 150 Euro, bekommt ihr 10% geschenkt. Das bedeutet, wenn ihr hier die Oberfräse kauft, die kostet über 150 Euro, spart ihr schon mal 15 Euro und ihr spart nochmal 30 Euro im Vergleich zu Amazon. Das bedeutet, ihr bekommt hier diese Fräse schon 45 Euro günstiger. Das ist schon ein ganzer Batzen. Wie das Ganze funktioniert, werde ich dir in der Videobeschreibung verlinken. Da gibt es dann einen Code, den müsst ihr einfach nur eingeben. Und außerdem kann ich euch das Video empfehlen zu dieser Maschine. Das ist übrigens auch der Sebastian von Helden der Werkstatt. Das fand ich auch ganz cool. Der erklärt euch einiges und unter anderem einen Trick, den ich jetzt auch erstmal anwenden werde. Er hat nämlich in dem Video auch empfohlen, hier den Spannschlüssel. Mit dem könnt ihr die Fräser wechseln, mit Klebeband zu umwickeln, damit er diese Linearführung von der Höhenverstellung nicht zerdeppert. Richtig guter Trick. Hätte ich selbst nicht dran gedacht, deswegen werde ich das jetzt erstmal machen. Falls ihr euch vielleicht ja derzeit eine Fräse holen möchtet, wir benutzen sie auch gleich, das seht ihr auch, die Maschine mal in Aktion, könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Vielleicht ist das ja eine Variante für euch und ihr könnt halt wie gesagt einiges an Kohle sparen. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei, dort habe ich euch einiges verlinkt und einiges reingeschrieben. Und jetzt machen wir mal am Projekt weiter. Was an der Maschine schon mal ganz praktisch ist, ist hier oben der flache Kopf. Das bedeutet, ihr könnt sie ganz einfach rumdrehen und dann
den Fräser einspannen. Auch habt ihr oben so einen Festspanner, dann ist das Ganze arretiert und dann könnt ihr euren Fräser einsetzen. Nicht wundern, dass hier so ein Metallfräser. Ich habe mich noch nicht für so ein richtiges Fräserset entschieden, deswegen bestelle ich die derzeit immer einzeln. Jetzt ist das Ganze eingerastet und jetzt können wir es festspannen. Jetzt seht ihr auch, warum hier Klebeband rumgewickelt ist. Jetzt zerschlägt ihr ja nicht so schnell hier diese Führung. Ganz wichtig, hier den Hebel doch mal rummachen, sonst blockiert er die Welle. Jetzt markieren wir uns mal schnell die Mitte von unserem Zapfen. 48. Ihr seht hier ein Teststück, das habe ich eben mal angefertigt. Und jetzt zeige ich euch, wie genau ich hier die Fräsen einfach mache. Wir spannen das einfach in unsere Vorderzange ein. Und hier habe ich mir die Breite markiert und die Mitte von dem Zapfen. Und jetzt werden wir einfach in ein paar Gängen hier jeweils einmal auf dieser und dann auf der anderen Seite eine Fräsung machen. Ihr seht, das hier ist ein relativ einfacher Aufbau und für ein paar Zapfenlöcher ist das auch echt in Ordnung. Da müsst ihr euch nicht eine großartige Vorrichtung bauen. Mit ein bisschen Übung könnt ihr so auch jetzt ganz einfach ein Zapfenloch herstellen. Ihr habt hier auch eine Feineinstellung. Wenn ihr dann eure Breite angerissen habt, könnt ihr das ganz genau einstellen. Und jetzt fräsen wir einfach mal so ein Zapfenloch. Wir haben jetzt hier die erste Seite gefräst. Ich habe hier einmal einen kleinen Kippler drin, aber das ist nicht schlimm. Jetzt drehen wir das einfach einmal rum und fräsen die andere Seite. Jetzt haben wir hier ein richtig schön ausgefrästes Zapfenloch. Wir haben hier diese zwei Spitzen stehen. Das liegt aber auch nur daran, dass ich das Ganze falsch eingestellt habe. Ist aber auch kein großes Problem. Das können wir einfach hier mit dem Stemmeisen wegschnibbeln. Okay, das ist ein bisschen groß. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Hier muss man halt auch wirklich sagen, dass man da ein bisschen Übung braucht. Ich habe jetzt auch bestimmt nicht den idealen Fräser für dieses Vorhaben. Aber funktioniert schon das hier. Ich habe jetzt hier meine ganzen Zapfenlöcher fertig und jetzt werden wir mal die Zapfen herstellen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich richtig einfach. Dazu brauchen wir hier einfach unseren schönen, schönen Schneeflitten. Dann habe ich noch hier diesen praktischen Stopp. Den werde ich jetzt auch für dieses Projekt mal benutzen. Und jetzt werde ich mir einfach hier das Verbindungsstück holen und werde einfach mal das Kreissägeblatt hochdrehen, bis es halt einfach passt. So seid ihr schnell und müsst nicht so viel rummessen. Wisst ihr, ich habe eben probiert, das Ganze einzufädeln, aber ich Vogel habe irgendwie bei den anderen Teilen die Zapfenlöcher nicht tief genug gemacht. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich da hier falsch mache. Ich habe auch kein großes Problem, das werden wir jetzt einfach in der Bandsäge ein bisschen kappen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwelche Arbeitsschritte macht und ihr fragt euch, getroffen, was habe ich jetzt hier schon wieder gemacht, dass das gar nicht passt? Wegen dem Fräsen müssen wir hier natürlich so einen kleinen Radius dran bringen. Und das mache ich einfach mit dem Stecheisen. Das muss auch gar nicht so genau sein. Es kommt darauf an, dass es halt in das Loch passt. So, first try würde ich mal sagen, oder? Nee, auf keinen Fall. Nix hier first try.
So, dann noch ein paar Anpassungen. Sollte das jetzt aber mal reinpassen, oder? Ach, das sieht doch sehr gut aus. Tippitoppi. Das sieht richtig fein aus. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen herangeholt. Ich wundere, dass hier ist ein bisschen Blut. Aber hier die Passung ist richtig, richtig fein. Sieht richtig gut aus. Ich habe hier eben einmal zu sehr ins Kreissägeblatt reingedrückt, deswegen haben wir hier eine kleine Kerbe. Aber ansonsten haben wir hier überhaupt kein Spiel und das ist jetzt noch nicht mal verleimt. Und wir haben hier auch keinen Versatz. Das bedeutet hier, diese Methode mit dieser Oberfräse hat einwandfrei funktioniert. Muss geschehen, es sieht nicht so super schön aus, aber das liegt halt einfach so, denke ich, an der Übung. Aber das hier Ergebnis ist einfach perfekt. Ich habe jetzt wieder einiges getan. Ich habe wieder die ganzen Aussparungen gefräst. Ich habe die Zapfen an der Kreissäge zugeschnitten, ich habe die Zapfen dann an den Seiten ein bisschen abgerundet, damit dann die Teile dort auch reinpassen. Und jetzt kann ich es mal probeweise zusammenbauen. Also es ist wirklich so ein toller Sitz von diesen Einzelteilen. Das hat wirklich so genial funktioniert. Und ich baue das hier gerade auch zum ersten Mal zusammen. Ich probiere es immer nur bei einem Teil aus, ob es dann noch passt. Ja, und dann mache ich es komplett durch und dann passt es auch meistens. Natürlich muss man das Ganze jetzt auch irgendwie noch schleifen. Es wird natürlich Sinn machen, das alles jetzt auf einmal zu schleifen, aber dann bringen mir diese ganzen Markierungen nichts mehr. Und aus dem Grund werde ich jetzt erst mit dem Kantenschleifer die Kanten schleifen. Geht mega schnell. Ist mit dem Extenderschleifer blöd, weil man dann kippeln würde. Und den Rest schleife ich später mit dem Extenderschleifer. Große Auflagefläche, also alles ganz einfach. Wir haben ein paar Zuschauer das letzte Mal geschrieben, als ich so eine Zapfenverbindung verleimt habe, dass man besser hier rein den Leim geben sollte. Denn wenn man den an den Zapfen geben würde, würde sich der Leim wegdrücken. Werde ich heute mal ausprobieren. Und dazu, also ich habe das auch ein paar Mal schon so gemacht, hole ich mir jetzt einfach hier so eine Leiste und spalte die. Okay, Spalten kann man das nicht nennen. Die schleife ich jetzt noch kurz spitz an. Und damit kann ich jetzt den Holzleim gleich hier richtig gut drin verteilen. Wisst ihr was, ich werde aber trotzdem noch auf den Zapfen ein bisschen Holzleim geben. Ich kann euch allen mit diesem Limeboy, oder wie das Teil heißt, echt nur empfehlen. Ich war immer ein bisschen skeptisch am Anfang, aber das Teil ist echt richtig praktisch. Es macht echt super viel Spaß damit zu arbeiten. Ups. So, Nummer 1. Ups. Das ist auch echt perfekt winklig. Genial. Coole Holzverbindung. Gefällt mir einfach richtig gut. Oh, das sieht jetzt so schön. Ich muss es jetzt aber leider ausmachen. So, es sind... Bei allen Projekten vergeht die letzte Zeit so viel Zeit. Es sind, glaube ich, 5-6 Tage vergangen. Der Leim hat jetzt mehr als genügend Zeit zum Aushärten. Ich habe derzeit nämlich gerade ein anderes Projekt noch fertig gemacht. Und zwar ist das mein Spätebrenner. Ich werde ihn da mal oben rechts verlinken. Richtig geiles Projekt. Der ist auch gerade draußen noch am Verbrennen. Don't want somebody like you. Bla, 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 bla. Ich werde jetzt hier diese Rahmenteile erstmal vorschleifen, damit hier das ganze Zeug runter ist. Und der Leim, der ein bisschen raussteht, werde ich einfach mit dem Schaber abschaben. Das erspart einem Unmengen an Zeit. Ich schleife hier die Seite jetzt schon, weil es anders nicht mehr wirklich praktisch geht. Und so kann ich wie immer Zeit sparen. So, ich will da überall so eine kleine Rundung dran fräsen, damit man sich da keinen Splitter reinhaut. Da habe ich mir hier einen ganz kleinen Abgrund fräsen. Wobei, ich glaube, ich mache eine größere Rundung dran, oder? Ja, ich mache eine größere Rundung dran. Ja.
Mal gerade trocken zusammengesteckt. Und das passt so unendlich gut. Also ich kann euch diese Methode mit der Oberfräse echt mal ans Herzen legen. Weil ich bin ja eigentlich die ganze Zeit noch so ein bisschen geil auf so ein Domino von Festool. Aber ich will auch dann nichts bauen, was ihr dann am Schluss nicht mehr gut nachbauen könnt. Und das hier ist halt eine Möglichkeit, die könnt ihr einfach gut nachbauen. Und sagen wir mal ehrlich, ich glaube 1200 Euro kostet der große Domino. Alter, das ist so viel Geld. Vielleicht irgendwann, jetzt aber erstmal noch nicht, oder? Hier diese zwei Abfalltonnen, das ist mitunter eines der geilsten Projekte, die ich jemals gebaut habe. Also es gefällt mir am besten, denn ich lackiere da super oft drauf. Natürlich kann ich mein Abfallholz da super gut reinwerfen. Man hat immer eine mobile Unterlage. Also einfach richtig geiles Projekt. Oh ne, jetzt habe ich mal. Nee. Jetzt habe ich mal Leimfleisch aufgeschnitten. So, einmal, zweimal. Noch die Spaghetti ab, dann können sie kommen. Jo, ne? Da sind wir heute noch eine Blumenladenfahrt. Wie du willst. Put your hands on, put your hands on. So, ich habe gerade hier diese Holzteile hergestellt. Die habe ich einfach ausgeschnitten und am Kantenschleif, am Tellerschleif zurechtgeschliffen. Jetzt werde ich hier, bevor ich die einschlagen werde, die Löcher ausschneiden. Dazu brauche ich hier einfach ein paar Löcher. Man kann das anschließen, mit der Stichsäge ausschneiden, stellt am besten die Geschwindigkeit ein bisschen runter und hier ohne den Schlag, ohne diesen Hub, macht das Ganze auf Null. Dann könnt ihr das auch gut ausschneiden. Ich habe jetzt hier die Kardierrohre, die wir gerade eben aufgeschnitten haben, die Holzteile eingelassen und habe hier einfach eine Kette dran geschraubt mit der Unterdachscheibe. Und jetzt werde ich hier zwei Löcher vorbohren, in die dann Haken reinkommen, damit man das ein- und abhängen kann. So, kommen wir zum Finish. Das gibt es auf meinem Online-Shop, das könnt ihr bestellen, das mache ich selbst. Und hier nur eine kleine Randinformation. Das hier sind die alten Dosen, die ich benutzt habe. Davon sind auch die Bilder auf meiner Webseite. Die benutze ich mittlerweile aber nicht mehr, denn, mega ärgerlich, als ich eine größere Bestellmenge ausliefern musste, also als ein paar Leute was bestellt haben, mache ich das natürlich so schnell wie möglich, damit die das so schnell wie möglich erhalten. Und an dem Wochenende war es, glaube ich, da wurde es so enorm heiß, da wurde es irgendwie von 22 auf 31 Grad, bedeutet brechend heiß. Und als dann die ein paar Bestellungen angekommen sind, haben mir natürlich, zum Glück haben sie mir geschrieben, oder ich bin auch froh, dass sie mir geschrieben haben, ein paar Leute ein paar Fotos geschickt, dass die Dosen ausgelaufen sind. Klar, im Nachhinein ist es klar, wenn das Wachs in einem 30 Grad warmen Auto steht, wird es flüssiger. Das haben die Leute dann auch gesehen. Das ist aber auch normal. Das ist bei gekauften Finish. Da ist es auch gleich und die Dose ist sogar bei mir ausgelaufen, als sie richtig verschlossen war. Da seht ihr auch, das könnt ihr das sehen, dass das nicht ein Einzelfall bei mir ist. Bei meinem gekauften passiert das dann auch. Was habe ich gemacht? Ich habe den Leuten geschrieben so und habe mich erstmal entschuldigt, weil ich da nicht richtig gut aufgepasst habe. Und ich habe allen angeboten, dass ich eine neue Dose zuschicke. Manche haben gesagt, okay, lass stecken, ist es okay. Und manchen habe ich dann auch einfach eine kostenlose nachgeschickt. Wie gesagt, passiert jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt neue Dosen. Nicht wundern, die habe ich rot angesprüht. Das ist für mich ein Tester. Das ist sowas wie eine Lackdose. Die ist halt oben jetzt fest verschlossen. Ich finde die andere immer noch cooler. Aber ich suche die Hälfte. Aber ich kann sie halt eben nicht verschicken. Weil wenn die Postboten das Paket rumdrehen, dann kann es einfach dazu kommen, dass was ausläuft. Ihr seht, heute ist es wieder relativ warm. Da trennt sich dann so ein ganz klein wenig das Öl. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Hauptsache, das Zeug läuft nicht mehr aus. Die Dosen hier sind fest verschlossen. Das bedeutet, dass, wenn das jetzt noch passiert, habe ich auch kein Rad mehr. Also, mein Finish findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf meiner Webseite mache ich selbst. Und wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an alle, die schon was bestellt haben.
Und ihr unterstützt mich in meiner Selbstständigkeit. Vielen lieben Dank. Wie trägt man das Finish auf? Das ist relativ simpel. Dazu hole ich mir ganz gerne einen Baumwolllappen. Der ist übrigens besser als normales Papier, weil der nicht ausflanselt. Und das nimmt ihr einfach und reibt es dünn auf dem Holz auf. Den Überschuss müsst ihr einfach dann später nochmal abreiben. Übrigens, jemand hat mich noch gefragt, wie die Konsistenz ist. Ich glaube, man kann es mit weicher Butter vergleichen. Also es ist schon relativ weich, aber das ist einfach so das ideale Mischungsverhältnis, wenn man dann das auf dem Holz aufträgt. Es ist nicht zu hart, nicht zu weich. Das ist die perfekte Mischung. So, unser schönes Blumenbeet ist jetzt fertig. Und ihr könnt jetzt schon gut sehen, dass ich kein guter Gärtner bin. Alle Pflanzen, bis auf den Salat, sind schon halb tot. Ich glaube, ich werde es jetzt doch mal wieder gießen. Auf jeden Fall, das war das Projekt für heute. Richtig cooles Projekt. Kannst mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie dir das gefallen hat. Und vor allen Dingen habt ihr halt echt den Vorteil, dass hier keine Schnecken dran kommen. Hier, die könnten über die Ketten rüber krabbeln, aber ich glaube, das würden sie nicht mal machen. Aber so ansonsten ist das hier auch eigentlich ideal geeignet für Erdbeeren. Das war auch so am Anfang die Idee. Dann wachsen die Erdbeeren schön hier runter und ihr habt sie nicht die ganze Zeit in der Erde hängen. Aber jetzt ist Salat und ein bisschen anderes Zeug drin. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Und ich sag bis zum nächsten Video. Mal ciao.